Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Bartsch, eine kleine Korrektur. Die Tories haben die EVP schon vor längerer Zeit verlassen. Aber Sie haben in einer Bemerkung tatsächlich recht gehabt, und das ist sehr ernsthaft. Die Größe und das Format einer Institution und einer Gemeinschaft zeigt sich auch dann, wenn jemand diese Gemeinschaft verlässt. Und dementsprechend muss ich sagen, die ein oder andere Aufgeregtheit aus Brüssel, aus anderen europäischen Hauptstädten und auch hier aus dem Parlament ist vor dem Hintergrund nicht zu verstehen. Und ich kann das nachvollziehen, dass da Emotionen hochkochen, aber Enttäuschung ist kein guter Ratgeber und Zorn ist nicht sonderlich souverän. Und souverän ist das, was auch einige Kollegen hier gemacht haben, einfach mal darauf hinzuweisen, was uns mit Großbritannien verbindet. Das sind nicht nur wirtschaftliche Beziehungen, das sind nicht nur kulturelle Beziehungen, das sind nicht nur politische Beziehungen, sondern auch ganz, ganz viele persönliche Freundschaften. Und wir haben, meine Damen und Herren, Großbritannien ganz viel zu verdanken. Großbritannien hat hier dafür gesorgt, dass es in diesem Land eine Demokratie gibt und dass wir die Bundesrepublik Deutschland so haben, wie wir sie haben. Und dementsprechend werbe ich nachhaltig darum, fair mit Großbritannien umzugehen, ein faires Verfahren zu machen, klar zu sagen, was geht und was nicht geht, genauso wie die Bundeskanzlerin es gemacht hat, aber auch vielleicht den Langmut und die Größe und die Geduld aufzuwenden für Großbritannien, die wir bei anderen Ländern aufgewendet haben. Meine Damen und Herren, es ist so, Großbritannien war immer ein harter Verhandlungspartner. Und Großbritannien war nicht immer einfach. Aber Großbritannien hat nie Verträge gebrochen. Großbritannien hat nie Zusagen nicht eingehalten. Und Großbritannien hat auch nie irgendwo falsche Zahlen geliefert oder sonstige Dinge gemacht. Und ich erwarte deswegen, dass gegenüber Großbritannien die Fairness geübt wird, die auch gegenüber anderen geübt wird. Natürlich müssen wir uns jetzt darüber unterhalten, wie der Prozess abläuft, wie wir jetzt auseinanderkommen. Und ich denke mal, das ist heute von vielen Rednern gesagt worden, dass das auch vernünftig gestaltet werden kann. Und es muss auch vernünftig gestaltet werden, weil über die Freundschaft zu Großbritannien hinaus haben wir natürlich auch wirtschaftliche Interessen. Natürlich ist es so, wie Herr Oppermann es gesagt hat, es geht nicht nur ein Land, es geht die zweitgrößte Volkswirtschaft, es geht ein ganz wichtiger Handelspartner von uns. Es geht aber auch jemand aus der Europäischen Union raus, der einen Geist von Wirtschaftsliberalität und Wettbewerb gehabt hat, der dieser Union sehr, sehr gut getan hat. Und vor dem Hintergrund ist die Frage schon berechtigt, was hat das denn für eine wirtschaftliche Bedeutung für uns? Aber ich warne vor dem Alarmismus, der allenthalben gepflegt wird. Ich warne davor, wenn jetzt irgendwelche Gutachten rauskommen, die sagen, wie viel Bruttoinlandsprodukt verloren geht und was sonst noch für schreckliche Dinge passieren werden. Weil es hängt von uns ab. Es hängt von uns ab, wie wir die zukünftigen Beziehungen zu Großbritannien gestalten, ob das was Gutes wird oder ob das nicht was Gutes wird. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie es in Großbritannien innenpolitisch weitergeht. Und deswegen ist auch überhaupt keine Häme angebracht, wenn dort jetzt Auseinandersetzungen sind in der konservativen Partei, bei den Labour-Partei-Politikern und auch in anderen politischen Richtungen. Das hilft uns nicht weiter. Wir sind für unsere Exporte, damit wir unsere Autos, unsere Küchen, unsere Waschmaschinen auch weiter nach Großbritannien exportieren können, sind wir darauf angewiesen, dass es dort eine ordentliche Binnennachfrage gibt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sich die Verhältnisse in diesem Land sehr, sehr schnell klären werden, meine Damen und Herren. Und wir sollten alles dafür tun, dass das auch klappt. Wir müssen uns aber über alle Emotionen und über alle wirtschaftlichen Bedenken hinaus natürlich Gedanken machen. Wie geht es mit Europa weiter? Und ich bin da verwundert, dass kaum waren die Abstimmungsergebnisse raus, jeder schon seine ihm bequeme Lösung hatte, die er immer schon gesagt hat, wie das funktionieren soll. Die einen haben gesagt, wir brauchen jetzt eine Intensivierung von Europa, als ob Dinge wie gemeinsame Einlagensicherung, die Begeisterung bei den Euroskeptikern dann entsprechend steigern würden. Die anderen haben gesagt, wir brauchen gar kein Europa mehr, als ob wir Herausforderungen wie Flucht und Migration ohne Europa hinbekommen. Die einen sagen, jetzt müssen wir mal ordentlich Geld ausgeben, um Jugendarbeitslosigkeit und andere Sachen zu beseitigen. Und die anderen sagen, überhaupt kein Geld mehr, weil das steigert den Euroskeptizismus. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist keine Zeit für Schnellschüsse. Wir müssen uns dringend und zwar sehr profund und genau die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, ob die europäischen Institutionen, ob die europäischen Regeln, aber auch, und das sage ich ganz klar an dieser Stelle, die Gesichter, die dieses Europa bisher verkauft waren, geeignet dafür sind,
dieses Europa in das nächste Jahrzehnt hineinzuführen, dass genau die Fliehkräfte, die Sie auch artikuliert haben, eben nicht entstehen, sondern dass Europa zusammenbleibt. Und ich denke mal, da müssen wir sehr, sehr kritisch mit umgehen. Eine Frage ist allerdings heute an diesem Vormittag wenig gestellt worden. Und ich glaube mal, die müssen wir uns alle stellen. Und zwar ist diese Abstimmung in Großbritannien ja nur vordergründig eine Abstimmung gegen Europa gewesen. Es ging ja viel tiefer. Es ist eine Abstimmung gegen das etablierte politische System. Es ist eine Abstimmung gegen das 21. Jahrhundert. Es ist ein Versuch, die Vergangenheit dem Milchmann wieder zurückzukriegen. Und leider, meine Damen und Herren, ist das ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Großbritannien haben, sondern das haben wir mittlerweile in ganz, ganz vielen Staaten, leider auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir als Vertreterinnen und Vertreter dieses etablierten politischen Systems müssen uns selbst ganz, ganz dringend fragen, bevor wir mit dem Finger auf Großbritannien zeigen, bevor wir mit dem Finger auf Brüssel zeigen, was können wir anders machen, um das Vertrauen der Menschen wieder zurückzugewinnen, die uns da momentan von der Fahne gehen. Und wenn dieses Referendum dazu dient, dass wir diesen Prozess hier auch im Deutschen Bundestag führen und uns selbst in Frage stellen, dann ist es tatsächlich so, wie Gerda Hasselfeld gesagt hat, dann ist diese Krise auch eine Chance. Dankeschön.